Tja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, wenn ihr jetzt schon wisst, wo ich bin, nicht laut rausrufen, aber in wenigen Sekunden gibt es einen entscheidenden Hinweis für die, die es noch nicht gleich erkannt haben. Ja, und so sehen die zwei Türme von vorne aus und sie gehören natürlich zur Votivkirche. Und die ist ja endlich nach langen Jahren gerüstfrei vorne. Man soll's kaum glauben. Und während wir hier einige Fassadendetails und später auch den Rundgang um die Kirche bewundern, möchte ich euch ein bisschen was über die Geschichte dieser Kirche erzählen. Am 18. Februar 1853 unternahm der ungarische Schneidergeselle Janosch Libenyj ein Attentat auf den jungen Kaiser Franz Josef. Als Dank für die Errettung seines jüngeren Bruders gab Erzherzog Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko, der ein sehr unglückliches Ende nehmen sollte, den Auftrag zum Bau dieser Votivkirche. Finanziert wurde sie natürlich nicht aus den Schatztruhen des Kaiserhauses, die übrigens gar nicht so voll waren, sondern aus Spenden der Bevölkerung. Der junge Architekt Heinrich Ferstl erhielt dann den Zuschlag zum Bau der Votivkirche. Zum Zeitpunkt des Baubeginns war er ganze 26 Jahre alt, und zwar 1856. Vollendet wurde die Kirche mit der Einweihung anlässlich der Silberhochzeit des Kaiserpaars am 24. April 1879, also nach satten 23 Jahren Bauzeit. Nicht viel weniger dauerte übrigens die Renovierung in letzter Zeit, nämlich knapp 22 Jahre. Schaut mal, ein Bäumchen auf der Votivkirche. Antonius von Padua, naja, bestenfalls in the style of Arnold Schwarzenegger and Terminator. Im Innenraum fällt zunächst einmal sofort dieses große, rosettenartige Fenster an der Eingangsfront auf. Thank you.
Hier liegt Niklas Graf Salm, der Verteidiger Wiens, in der Türkenbelagerung begraben. Zweifellos ein paar Jährchen mehr hat diese Kuppel auf dem Buckel, und zwar mehr als die Votivkirche. Und sie ist auch das Ziel der zweiten Etappe meines heutigen Stadtspazierganges. Das ist übrigens quasi die Hinteransicht der Kirche, und von vorne werden wir sie uns gleich ansehen. Und natürlich habt ihr schon längst erkannt, es ist die Wiener Karlskirche. Diese hochbarocke Kirche, eine der schönsten Barockkirchen der Welt, behaupte ich mal, ist eigentlich kein Ringstraßenbauwerk, obwohl viele Touristen sie im Zuge der Ringstraßenbesichtigung ebenso in Augenschein nehmen. Die Parallele zur Votivkirche ist ein kaiserliches Gelübde. War es bei der Votivkirche Maximilian, der die Errettung seines jüngeren Bruders belohnen wollte, war es in diesem Falle das Ende der Pestepidemie 1713, und zwar der letzten großen Pestepidemie. Und Kaiser Karl VI. Gelobte damals, eine Kirche bauen zu lassen. Da sein Name Karl war und zufälligerweise auch der Pestschutzheilige den Namen Karl, nämlich Borromäus, trug, wurde diese Kirche natürlich eine Karlskirche. Den Zuschlag im Architektenwettbewerb erhielt Johann Bernhard Fischer von Erlach unter anderem gegen Johann Lukas von Hildebrand. Also das waren ja nicht gerade irgendwelche Nobodies damals, diese Architekten. Interessanterweise wurde diese Kirche vor den Stadtmauern gebaut. Baubeginn war 1716 und Johann Bernhard Fischer von Erlach sollte die Fertigstellung eines seiner größten Werke nicht mehr erleben, denn er starb 1723. Sein Sohn Josef Emanuel Fischer von Erlach beendete dann den Bau bis 1739, also die satte Bauzeit von 23 Jahren. Die Kuppel der Karlskirche ist an der höchsten Stelle 72 Meter hoch. Fischer von Erlach versuchte hier Elemente von Rom und Byzanz zu integrieren. Das Erscheinungsbild der Karlskirche erinnert ein bisschen an die Hagia Sophia, und die zwei Säulen mit den gewundenen Reliefs erinnert an die Trajanssäule am Forum Romanum. Bezahlen durften diese Kirche natürlich die Erbländer der Habsburger, unter anderem auch Spanien und das Herzogtum Mailand. Die Kirche verfügt über 4 kleinere und 2 größere Seitenaltäre. Und die Deckenfresken wurden von Johann Michael Rottmeier, dem Salzburger Meister, gestaltet. Musik.
Auch das Fresko auf der Orgelempore stammt von Johann Michael Rottmeier. Dieses interessante Querschnittmodell befindet sich auf Höhe der Orgelempore. Von der öffentlich zugänglichen Aussichtsplattform über dem Haupteingang hat man einen wunderschönen Ausblick über den Wiener ersten Bezirk bis weit hinüber zur Donau. Und im großen künstlichen Teich vor der Karlskirche steht diese Metallskulptur des Bildhauers Henry Moore.